Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout 4. Let's survive. Wir gehen jetzt wieder. Macht's gut. Wir gehen jetzt weg von hier und ich weiß, wo wir jetzt hingehen. Ihr wisst aber noch nicht, wo wir hingehen, weil das nur ich weiß. Und ihr habt leider kein Stück von meinem Hirn, aus dem ihr das dann im Memory Den auslesen könntet, wo wir jetzt hingehen. Wir gehen nämlich nicht zu Memory Den, in die Höhle der Erinnerungen, sondern wir gehen erstmal zum Friseur. Schrägstrich, nicht gar nicht, doch auch vielleicht zum Friseur, aber vor allem zum Schönheitschirurgen, denn wir brauchen ein paar zusätzliche Narben. Ah, jetzt ist hier wieder zu. Warum ist hier zu? Warum ist hier immer zu? Service rund um die Uhr. Ah, es muss aber früh morgens sein anscheinend, weil auch der Roboter noch verkauft. Warten wir mal 2 Stunden hier schnell. So, jetzt aber. Schauen wir nochmal, ob jetzt schon offen ist. Nope. Wann hat denn der Laden hier geöffnet? Es wäre echt nett, wenn da Öffnungszeiten stehen würden. Hast du dieses Luftschiff gesehen? Wer ist die stählerne Bruderschaft? Die stählerne Bruderschaft, die kennt man schon seit dem ersten Fallout. Dass ihr die nicht kennt. Dass ihr die nicht kennt, ohne Witz. Kennt nicht mal die stählerne Bruderschaft. Was für eine Security ist denn hier in der Stadt? So, ist jetzt offen. Nein. Mantage, Buffout, Stimpaks, Jet. Alles. Warten wir noch eine Stunde. So, ist jetzt offen. Nein. Ach komm schon. Ach komm, was ist denn los? Blutspur? Die neuesten Schnitte aus den Upper Stands. Da ist jede Menge Blut, das in den Chirurgiekeller führt. Ich muss irgendwie da runterkommen. Ah, deswegen ist zugesperrt. Na gut. Doktor? Strahlenvergiftung ist ziemlich verbreitet. Aber wir können so ziemlich alles heilen. Kannst du mir die Blutspuren erklären, die in den Keller führen? Das ist eine medizinische Einrichtung. Darum sind Blutspuren hier nichts Ungewöhnliches. Mein Partner hat wohl vergessen, sauber zu machen. Mal wieder. So, und jetzt lass uns wieder über dein medizinisches Anliegen reden. Ich muss mir den Keller ansehen, Doktor. Sieht das hier etwa wie eine öffentliche Latrine aus? Nicht antworten. Warum sollte ich dich darunter lassen? Ich suche einen Vermissten, Doktor. Und ich glaube, eine Spur führt in diesen Keller. Einen Vermissten? Du glaubst doch nicht im Ernst. Weißt du was? In Ordnung. Wenn dann endlich Ruhe ist. Hier. Na gut, geh selbst. Aber wenn auch nur ein Instrument am falschen Ort liegt, kriegst du die Rechnung. What? Ich suche doch gar keine vermisste Person, oder? Ich könnte mich nicht erinnern. Oh, Earl. Du warst echt ziemlich schwierig, weißt du? Aber ich glaube, wir sind fast fertig. Tada! Alles. Haustürschlüssel. Was ist hier los? Das war er nicht. Das wird wohl eine Trauerfeier mit geschlossenem Sarg. Ich glaube, du schuldest mir eine Erklärung. Was ist hier passiert? Was? Ach so. Ja, okay, reden wir. Sieh dich ruhig um. Du wirst es schon rausfinden. Das ist Earl Stirlings Leiche, oder? Irgendwie habe ich gewusst, dass er die Operation durchziehen wollte. Dann ist Earl nicht einfach verschwunden. Die OP ging schief und Dr. Crocker wollte es verheimlichen. Nun, es ist vorbei. So sieht's aus. Vorbei? Der angesehenste Chirurg in ganz Diamond City ist tot. Sein Patient ist tschatschlig und du sagst er war aber einfach, auch der einzige Chirurg, muss man sagen. Ja. Ist es wohl. Du solltest gehen. Ich muss der Sicherheit Bescheid sagen und diese Sauerei wegmachen. Okay, aber ich würde trotzdem gern. Doc. Ich gebe der Diamond City Sicherheit Bescheid, was passiert ist.
Alle sollen wissen, was... Ja, das ist ja schön und gut, aber was ist jetzt mit meiner Gesichts-OP? Oh, Mann. Ich wollte mir doch zusätzliche Narben ins Gesicht machen, weil wir doch 3 Deathclaws mittlerweile schon wieder begegnet sind. 3 Deathclaws. Das heißt, 3 Narben brauchen wir. Mensch. Und jetzt können wir das nicht, wegen irgendeiner blöden Quest hier. Wir können wenigstens unsere Haare vielleicht noch ein bisschen wuscheliger machen und unseren Bart noch ein bisschen verschärfen und ein bisschen grauer. Ich kümmere mich nicht um deine Mutter. Niemand kümmert sich um deine Mutter. Halt die Klappe, ich will einfach nur Haare schneiden. Das wäre super. Halt die Klappe jetzt. So. Deine Mutter. Okay. Wir sehen schon, ich habe ganz vergessen, wie fertig wir schon aussehen. Puh, da habe ich schon ganz schön Gas gegeben eigentlich mit der ersten Veränderung. Aber okay, also Haare und Frisur noch nicht, aber das Gesicht, die Tränensäcke, die Pickel auf der Stirn. Oder was das sind. Und die Narbe. Die Narbe ist ein bisschen krass. Ich werde die Narbe schwächer machen und dafür dann eben 3 zusätzliche irgendwie machen. Okay, aber jetzt brauchen wir erstmal einen viel längeren, struppigeren Haarstil. Wir sind ja immerhin jetzt schon ganz schön lange im Wasteland unterwegs. Vielleicht tatsächlich sowas hier. Auch wenn es ein bisschen doof aussieht, oder? Alpha-Männchen? In welchem Universum? Na gut. So mit Zopf. Auch nicht schlecht. So trage ich meine Haare. Eher so. Aber das ist ein bisschen zu lang. Ronin! Hi. Aber ich glaube, das ist ein bisschen, das ist noch zu lange. So lange sind wir noch nicht. So, finde ich, das ist die richtige Länge. So machen wir es jetzt mal, Anti-Held. Und auch der Bart ist jetzt inzwischen schon viel. Es wäre halt jetzt echt cool, wenn man Bärte kombinieren könnte. Ich hätte dann gerne einen richtig buschigen Schnauzer kombiniert mit so einem 3-Tage-Bart. Aber das kriegen wir leider, glaube ich, nicht. Leider. Es gibt wirklich jede Kombination außer Schnauzer mit 3-Tage-Bart. Dass man auch nicht mehrere Bärte gleichzeitig nehmen kann, das wäre gut. Nee, okay, ich weiß schon. Nehmen wir jetzt einfach jetzt schon den Abenteurer-Bart. Würde ich sagen. Dann haben wir immer noch bereit für das Ende den letzten Bart für den Schluss dann. So, Farbe. Jetzt am liebsten würde ich jetzt ja eigentlich nur graue Strähnen reinbauen. Aber das geht nicht. Wenn er vorher braunhaarig war, ist das... Ob er jetzt schon grau werden soll? Nee, noch nicht grau. Ich würde sagen, das passt jetzt mal fürs Erste. Bei dir würde ich sagen, Strähnchen. Oder wäre es so, sieht gleich ganz anders aus, oder? Wie der sich verändert hat. So, jetzt weiß ich nicht. Hier wegen dem müssen wir wahrscheinlich ein bisschen warten, oder? Ich würde so gern, aber es geht halt nicht. Aber hey, ich klaue hier mal ein bisschen was, würde ich sagen. Wasser zum Beispiel, her damit. Antibiotika, her damit. Und das Blut holen wir auch aus dem Mülleimer. Das ist doch nicht mal klauen, wenn man es aus dem Mülleimer nimmt. Ich weiß, juristisch gesehen ist es klauen, aber ich finde trotzdem nicht. So, Plastikteller brauchen wir nicht unbedingt. Das nehmen wir als Belohnung dafür, dass wir den Chirurgen umgebracht haben. Oder so. Na gut, dann die Narben. Ich werde es nicht vergessen, die Narben. Dann gehen wir jetzt wieder. Wo gehen wir eigentlich hin? Was machen wir jetzt eigentlich? Machen wir Hauptquest weiter? Ich glaube schon, oder? Wo sind wir und wo müssen wir hin?
Ah, wir müssen jetzt nach Diamond City und mit... Ah, natürlich, mit Memory Den und so. Ja, dann versuchen wir uns nochmal nach Diamond City von hier durchzukämpfen. Das ist ja schon mal so gut gegangen. Aber vorher würde ich sagen, schlafen wir eine Nacht im Donut Inn. Oh Mann, selbst der Himmel ist nicht mehr sicher. Hast du dieses... Da hat mich jemand angesprochen. Aber ich gehe gerade hier durch eine Tür. Verdammt. Das hätte mich schon interessiert, was die wollte. Ich habe aber schon auf die Tür geklickt, bevor die angefangen hat zu reden. Ich gehe nochmal raus, vielleicht steht sie noch draußen. Mit etwas Glück. Was sieht das? Was tut das? Ich habe immer noch eine Frage an dich. Ich bin in der Stadt, um einen Henry Cook zu finden. Weißt du, wo ich ihn finden könnte? Warum suchst du nach ihm? Eine berechtigte Frage. Er ist mein Vater. Ich habe schon eine Weile nichts mehr von ihm gehört, also bin ich in die Stadt gekommen, um nach ihm zu sehen. Tut mir leid, ich kenne den Typen kaum. Wenn du das sagst. Wir sehen uns vermutlich in der Stadt. Bis dann. Bin beschäftigt. Hi. Verzieh dich, Kumpel. Wenn du hier nicht wohnst... Na gut, dann gehen wir wieder rein. Ich weiß nicht, was das werden sollte hier. Ich kenne den wirklich nicht. So. Ich würde gerne Zimmer mieten. Ja. Brauchst du ein Zimmer? Earl Sterling? Kanntest du Earl Sterling? Earl hat für meinen Bruder gearbeitet. Red mit ihm. Ich habe nichts weiter zu sagen. Ach, na ja. Ich soll dir irgendwas von Earl Sterling erzählen. Ah ja, du. Bei uns. Hä? Na gut, dann halt nicht. So. Hey, Yefim. Bin froh, dass wir dich noch nicht vergrault haben. Ja. Brauchst du ein Zimmer? Brauche ich. Okay. Zimmer 2 gehört dir. Dir auch. Danke. Mach Tür zu und geh in Bett. Ja, ich weiß es jetzt nicht, Leute. Ich würde echt gern nochmal zum Chirurg, aber dann müssen wir ungefähr 16 Stunden schlafen. Und ihr könnt euch sicher sein, dann sind wir verhungert, verdurstet, ohne Ende... Ohne Ende und haben wahrscheinlich auch noch sämtliche Parasiten und Krankheiten uns eingefangen. So, mal gucken, was haben wir? Hungrig und durstig, aber nicht mal so schlimm. Das geht ja noch. Schönen guten Morgen. Ah, der Retter von deinem... So, jetzt schauen wir mal. Ich würde gerne mal wissen, verkauft der Wasser zufällig? Schmutziges Wasser verkauft er. Und zwar, nicht mal so teuer. Naja, die 6 Stück kaufe ich. Komm, nehmen wir mit. So, sehr schön. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns mal um unseren Hunger und unseren Durst. Mit etwas... aufbereitetem Wasser. Ne, das hebe ich mir für spezielle Anlässe auf. Jetzt trinken wir schmutziges Wasser. Ist ja nur leicht radioaktiv, was soll's. Immer noch ausgetrocknet. Du bist gut hydriert. Sehr schön. Und jetzt noch Mais essen. Und das da. Und... Sag mal, habe ich nichts mehr zu essen mitgenommen? Bin ich bescheuert? Ich habe wirklich irgendwie nichts zu essen mitgenommen. Ich dachte mir, Essen findet man eh überall, brauche ich nichts mitnehmen. Na komm, dann kaufen wir dir noch schnell ein bisschen Essen ab. Ich hoffe, du hast Essen. Hey, Vadim. Nein, ich will keinen Schnaps. Besten Schnaps machen. Aha. Ich habe ein paar Minuten. Ich will nur was zu essen, bitte. Ah, hier, Leguan am Stiel würde ich dir abkaufen. Red Kakerlakenfleisch und auch die da. So. Dann schauen wir mal die teure Mahlzeit, die wir hier gekauft haben, ob die reicht, unseren Hunger zu stillen. Sehr schön. Okay. Ah ja, genau. Kuchen. Irgendwann kriegen wir den. Vielleicht beim nächsten Mal. Na gut, dann würde ich sagen, bevor wir Diamond City jetzt verlassen, gehen wir jetzt nochmal zum Chirurgen. Vielleicht haben wir diesmal mehr Glück. Wenn du dich aus der Stadt wagen willst, solltest du dich vielleicht vorher bei Common... Jetzt müssen wir nur warten.
Gibt es hier zufällig eine Kochstation, die ich benutzen darf? Du willst handeln? Nein, keine benutzbare Kochstation. Gar keine. Ich würde gerne das Zeug hier klauen, das ganze Essen, das hier steht. So, ich warte jetzt mal noch. Bis 8 Uhr morgens warten wir jetzt. Wenn dann der Chirurg nicht offen hat, dann kann er mich mal. Okay, die Händler sind schon da. Doch, die steht schon da. Die Händler sind schon da. Also müsste der im Grunde auch schon da sein, theoretisch. Man kann auch reingehen. Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht aber auch nicht. Oh. Nein, warum? Okay, gehen wir. Hey Dogmeat, was machst du denn da? Das sieht ja cool aus. Das ist der Dogmeat. Tanz der Dogmeat. Lauf auf der Stelle durch die Treppe, ist der Dogmeat. Gehen wir wieder, bevor ich wahnsinnig werde. Zu spät. So Leute. Kein Arzt weit und breit, aber mich wundert es, dass der auch nicht außen steht. Kommt der hier irgendwo mit dieser Welle an Personen? Ist einer von euch der Arzt hier? Jeder ist schon an seinem Arbeitsplatz, außer der. Ist der noch da unten? Ja. Ich schau mal schnell da in den Keller. Surgery Cellar. Nö, hier liegen nur die üblichen Leichen. Entdeckt? Oh! Hey, Doc. Ja, aber wie lange machst du denn die Sauerei noch weg? Das ist jetzt schon ungefähr 24 Stunden her und du hast noch überhaupt nichts gemacht. Stehst du seit 24 Stunden da unten, guckst es an und sagst, ich muss die Sauerei wegmachen, aber ich habe echt keinen Bock. Und dann rauchst du eine nach der anderen wahrscheinlich. Na gut, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Beim nächsten Mal geht's wieder mal Richtung Good Neighbor. Damit haben wir schon sehr gute Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit. Ich bedanke mich bei euch und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.